bevor das Video losgeht. Und zwar werden Ari und ich morgen und übermorgen auf den Video Days in Köln in der Lanxess Arena sein. Kommt vorbei, wird cool. Glaube ich, Aria? Yes, sir. Und am Freitag haben wir sogar eine Autogrammstunde gegen 13 Uhr. Ich glaube, das ist Freitag, vielleicht Samstag. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, bis die Tage. Viel Spaß bei dem Video. Hey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Aria. Sind wir Legendary of Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Film Geek. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Filmfehler. Die haben wir letzte Woche gemacht. Und deswegen machen wir jetzt Filmfakten. In der italienischen Version von Star Wars musste der Charakter Darth Vader in Lord Fenner umbenannt werden. Oder Lord Venere. Venaro. Finito. Ferrari. Ja, das Problem war einfach, dass Vader im italienischen Toilette heißt. Was fällt euch eigentlich ein, Mann? Ihr müsstet viel eher die italienische Sprache umändern als seinen Namen. Ihr könnt doch nicht hier einfach so den dunklen Lord einfach in irgendwas anderes. Fenner, wie kommt ihr überhaupt darauf? So, hä? Warum? Ab jetzt heißt Toilette einfach Fenner. Und Vader ist wieder frei für Darth Vader. Aber niemals heißt er im Italienischen so Pidabada, ich muss da Pidabada, Vader. Weißt du, meine? So, auf keinen Am Anfang von dem Film Ariel, die Meerjungfrau, vor, gibt es ja eine Szene, bei der König Triton auftritt und dabei ist er... Oder der kann gar nicht auftreten. Hat er nicht eine Flosse? Braucht man nicht so, du weißt, so Füße? Diese, das, was wir haben zum Auftreten? Auf Floss. Auflos, ja. Okay. Jedenfalls könnt ihr, wenn ihr genau aufpasst, in dieser Szene ein paar Disney-Dudes sehen, die gar nicht in die Szene gehören. Denn da sind einfach Mickey, Donald und Goofy unter Wasser. Ob die sich einfach nach Unterwasser verlaufen haben, aber wie sind das die ganze Zeit Meeresbewohner gewesen? Vielleicht ist ja Goofy kein Hund, sondern ein Seehund. Und ich meine, Donald ist quasi eine Ente und so, die haben wenigstens mit Wasser zu tun. Er ist nicht quasi eine Ente, er ist eine Ente. Aber so, die haben mit Wasser zu tun. Ja, okay. Und Mickey ist halt eine Maus, die lange ihre Luft anhalten kann. Wer kennt nicht die berühmte Szene aus dem im Jahre 2002 erschienenen Spider-Man-Film, in der Peter Parker von dieser blau-roten, specialigen Spinne gestochen wird, um ab dem Moment zu einem Superheld zu werden. Und wer hat nicht stetig vergebens darauf gewartet, dass so eine Spinne in sein Leben tritt und man endlich zu dem Superhelden wird, der man hätte werden sollen? Tja, da könnt ihr jetzt lange warten. Denn die Filmemacher des ersten Teils von Spider-Man haben einfach eine ganz gewöhnliche Steotoda-Spinne genommen, die der schwarzen Witwe sehr ähnlich sieht und sie betäubt und dann blau und rot angemalt, ihr perversen Schweine. Also, ich mag Spinnen auch überhaupt nicht, aber ihr müsst sie jetzt doch nicht betäuben und anmalen. Wobei, vielleicht findet die es cool. Okay, ich nehme alles zurück. Der Film war cool. Hey, tschüss. Bei Iron Man sieht man gegen Ende des Films vor der Pressekonferenz Tony Stark in einer Zeitung blättern. Dabei ist vorne auf dem Cover der Zeitung ein eher amateurhaftes Foto von Iron Man zu sehen. Krass ist, dass das Foto in Wirklichkeit aus einem Video stammte, das ein Paparazzi 2007 noch während der Dreharbeiten des Films heimlich aus einem Busch filmte und dann im Internet veröffentlichte. Erstmal muss ich sagen, ich finde das ziemlich cool, dass sie das gemacht haben, weil das so ein bisschen so den Spieß umdrehen, so ha. Ja, aber so, was wollten die damit bezwecken? Eigentlich mögen doch Filmleute Paparazzis nicht. Ja. Aber jetzt benutzen die noch ein Foto von ihm einfach, packen es richtig in den Film rein. Ja, eigentlich. Ist doch Todesprops für ihn. Wollten die ihn einfach so, ah, warte mal, wir zeigen es dir, aber so, warum nicht? Jetzt bin ich überberühmt. Das spornt eher Paparazzis überall auf der Welt an. Seid ihr Idioten? Warum macht ihr so, sowas? Weil wir machen sogar gerade Filmgeek über diesen Paparazzi. Wir sind die Idioten. Nein. In dem Film Zurück in die Zukunft hat sich die damalige Filmcrew einen besonderen Scherz mit Michael J. Fox erlaubt, der Darsteller von Marty McFly. Warum hast du besonderen so ausgesprochen, als wäre das so? Weil Zurück in die Zukunft, die damalige Filmcrew, ergibt gar keinen Sinn. In der Szene, in der sein Charakter Marty mit seiner Mom vor dem Schulball im Auto sitzt und einen Schluck aus seinem Flachmann nimmt, hat man ihm einfach echten Schnaps in seinen Flachmann reingefüllt, statt wie besprochen einfach Apfelsaft. An seiner Reaktion in der Szene erkennt man sogar, an welcher Stelle er das genau bemerkt hat. Ich nehme jetzt einen leckeren Schluck Apfelsaft. Ja, ja, ich spiele meine Rolle und trinke ein bisschen. Oh, what the fuck? Die haben mir einfach Whisky in meinen Flachmann reingemacht. Okay, okay, Shit, Mann, du musst in der Rolle bleiben. Du warst nicht umsonst auf der Schauspielschule, du bleibst jetzt drin. Es gibt eine Star Trek Episode namens Planton Stiefkinder aus dem Jahre 1968 und in dieser Folge sieht man einen Kuss zwischen Captain Kirk und Uhura. Und dieser Kuss ging in die Geschichte ein, denn es war der erste Kuss zwischen einer schwarzen und einer weißen Person, die jemals im Fernsehen gezeigt wurde. Krass ist aber, dass die Produktionsfirma von damals eigentlich darauf bestand, einen anderen Take zu nehmen, weil es denen etwas zu heikel war, so etwas im Fernsehen auszustrahlen. Buh, Produktionsfirma! Buh, buh! Aber der Schauspieler William Shatner, also der Captain Kirk gespielt hat, hat absichtlich sämtliche anderen Takes verpatzt, indem er zum Beispiel übertrieben theatralisch gespielt hat oder mit den Augen geschielt hat oder so, damit sie wirklich
wirklich nur diesen Take nehmen konnten und das dann letztendlich halt auch ausgestrahlt wurde. Ohne Witz, das ist mega boss-like von ihm gewesen und verdient auf jeden Fall mega Respekt, denn einfach dadurch wurde ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Film und generell in der Geschichte gesetzt. Also, cooler Dude. Schon aus unserer heutigen Folge Filmgeek. Da wir selber aus Berlin kommen, haben wir uns gefragt, kommt eigentlich einer von euch irgendwie auch aus Berlin? Einer nur, aber. Oder auch mehrere. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, unseren Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch unsere Instagram, Twitter und Facebook. Geht da mal rauf. Habt ihr Reason? Reason.